Sehr geehrte Zuhörerinnenschaft, ich bin Sven Hensel, Jungentrepreneur der Sextipps mit Sven Hey Corporation, Ihre Firma für gute Aufklärung. Und ich mag vielleicht nicht wie ein Jungentrepreneur aussehen, aber glauben Sie mir, ich rieche wie einer. Diese Bühne ist für mich eine Plattform für Aufklärung, und auch wenn Sie bisher nicht aufgeklärt waren oder vielleicht nicht aufgeklärt waren oder wollten, ich helfe gerne, aber es sei Ihnen versichert, auch Ihre Unterhaltung liegt in, naja, Händen. Ob diese Hände gut sind, können Sie gerne danach beurteilen. Ich freue mich immer, wenn ich Leute von der Bühne aus berühren darf. Mein Text hat FSK 18, Explicit Language Warning. Mein Text heißt Die Umfrage und geht so. Meine Umfrage heute für Sie. Ich sitze Sie übrigens, weil ich ein großer Freund von klarer Rollenverteilung bin und das gleich eine Hierarchie aufmacht. Meine Umfrage für Sie heute. Fragen zu Chemsex. Nee, nicht Wichsen vor Webcam, Dieter. Ich meine es Männer, die Sex mit Männern haben und dabei Drogen nehmen. Was für Drogen? Liquid Ecstasy, Speed, Pop, Viagra, Mephadron, Ketamin, Amylnitrit, manchmal gemischt mit Alkohol, Cannabis und Oberkokain. Warum tun diese Männer das? Finden wir es heraus. Und wie? Durch die Umfrage! Und warum zur Hölle das Thema? Seien Sie ehrlich. Haben Sie sich vor dieser Veranstaltung schon einmal über einsame, schwule Männer in Ihrer Umgebung Gedanken gemacht? Ich zähle nicht. Niemand meldet sich. My point. Die Sextipps mit Sven, Hey Corporation, hatte vergangene Woche aus Eigeninteresse und Langeweile eine Umfrage zum Thema Campsex mit Teilnehmern aus dem nahen Freundes- und eher weiteren Bekanntenkreises in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden nun anhand prägnanter Charakterstudien präsentiert, die komplexe Sachverhalte in eine konsumierbare Form zusammenfassen. Tada! Stellen Sie sich vor, diese Umfrage ist Ihr Lieblingsbuch und dieser Text ist eine richtig gute Netflix-Adaption davon. Yeah! Die Umfrage beginnt. Warum hast du Chemsex? Mein Ticker für Gras sagt, Digga, ey, was, aber ups, der ist ja auch eine Hete. Ein Typ aus der Sauna sagt, ach mal, hau mal ab, du Ekelhafter, wegen solchen wie du schäme ich mir manchmal eine Schwuppe zu sein, echt, ey. Ein fremder Mann sagt ja nicht zu mir und sagt, zeigt mir stattdessen seinen Penis, aber hey, im Internet ist es ja okay, also pff, von daher. Ein Typ, den ich mal mochte, also eigentlich wollte ich ihn konsultieren, weil dem Management seine Vergangenheit mit der Thematik bekannt ist, aber auf mehrere Facebook-Nachrichten antwortete er nicht mal auf ein Foto des erregierten Gliedes des jungen Entrepreneurs, der in der Investigation wohl kein junger Penetrateur werden würde. Die Umfrage kam ins Stocken. Bam, bam, bam. Nach wenig Erfolg schrub mich um 2 Uhr morgens ein Typ an, mit dem ich mal auf einem Sexparkplatz Investigationen hatte. Er sei auf E und Horny. Heureka! Ein perfekter Kandidat. Nach Einwilligung zur Teilnahme an der Umfrage nun seine Antwort auf die Frage, wie es sich anfühlt, in Poesie gebettet. Also der Rausch ist super entspannt und alles ganz locker, alles fühlt man intensiver. Und beim Sex ist es kaum zu beschreiben. Der ganze Körper geht damit. Ende. Dankeschön. Woher das Zeug bekommt? Ach, erkennt ja jemand, der jemand kennt. Kannst du dein Zeug prüfen? Habt eine sichere Quelle. Woher weißt du das? Die nächste Nachricht war dank Autokorrekt nicht mehr lesbar und die Verbindung brach ab. Beim Ausformulieren dieser Zeilen sitze ich in meinem Büro im RE1 nach Hause in Westfalen, Hauptbahnhof, im Vierersitz. Mir gegenüber hat sich ein heterosexuelles Paar eingerichtet und küsst sich heiter. Ich kuschel mit dem Fenster und ich überlege, wann ich das letzte Mal fremden Speichel im Mund hatte und ob es länger her ist, dass ich fremdes Sperma im Mund hatte. Ich sehe die Fragezeichen in euren Gesichtern, die sich den halben Text schon langsam in die Augenbrauen gehakt haben und sie langsam nach oben ziehen. Warum denn der Effekt, diese Vulgarität? Warum denn so extravagant? Warum so schrill? Warum ist dieser junge Mann davor nicht still? Weil ich seine Wahrheit halt nicht hören will. Warum nehmen Männer Drogen beim Sex? Die Umfrage sagt, weil es schwer ist zu lernen, stolz darauf zu sein, gern gefickt zu werden. Weil in unserer Sprache fest verankert ist, dass gute Männer voll die Ficker sind und jemand, der Pech hat, der gefickt ist. Ihr lacht über Seife fallen lassen, Gefängniswitze und habt weniger Angst vor Prostatakrebs als vor einem Latex-Handschuhfinger mit Gleitgel in eurem Loch. Aber vor allem habt ihr Angst davor, dass es euch gefällt. Ich habe die Zeile verloren. Voll das... Ja, okay. Und dann soll man darüber ja auch nicht reden, weil wir dürfen das ja machen, aber hinter verschlossenen Türen, wo ihr euch nicht damit auseinandersetzen müsst. Wir haben so viel Druck, unser ganzes Leben Männlichkeit zu performen, einen Code auswendig zu lernen, um nicht zu wollen, für irgendwas zu wirken. Und das Wissen, dass es uns gefällt, tragen wir immer mit uns herum. Man ist degradiert zu einem Mann zweiten Grades, weil man nicht den Urinstinkt hat, alles mit einer Öffnung mit seinem irrigierten Genital stopfen zu wollen. Und das nicht bei 3, und alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Aber dann fickt der normale Mann ja auch einfach das Astloch. Ah, ich bin Tarzan, du bist Astloch. Und dann
fühlt man sich auch manchmal wie ein Astloch, wenn jemand mit meinem Körper masturbiert. Man ist alleine. In uns ist Scham verankert, weil wir nicht wie in den Aufklärungsvideos Liebe machen und auch nicht wie die Pornodarsteller einen halben Unterarm in der Hose hängen haben. Und weil sonst niemand über schwulen Sex reden will und man kennt dann halt nichts anderes und dann ist das normal. Und wer kann da einem wirklich verübeln, wenn man einmal, wirklich einmal, ohne sich zu schämen, einfach nur entspannt sein möchte. Mit jemandem, mit dem man ohne diese Entspannung nicht intim werden könnte, um abzuschalten, für einen Atemzug Pause. Einmal schrill einatmen, ein herzhaftes Lachen, weil man endlich mal wieder richtig gut gefickt wird und schreien kann. Und oh mein Gott, ist das gut! Und ah! Oh, ja, und ah! Oh, und ah! Oh, ich glaube, ist das gut. Und dann schläft man ein. Endlich einmal beruhigt. Die Umfrage konkludiert. Liebe Menschen, sagt einem Freund von euch, dass ihr es okay findet, den G-Punkt des Mannes zu finden und zu penetrieren. Und wenn ihr euch damit nicht anfreunden könnt, übt mal einfach, euch selbst einzublasen, euch selbst zu lecken. Das nennt man Autofellatio. Ich habe auch einen Bildungsauftrag. Und entspannt euch. Habt eure Freunde lieb. Seid sexpositiv. Schaut nach links und rechts und versteht euch, in eure Unterschiede zu feiern. Lasst andere Leute ihren Sex haben und seid offen. Und then maybe, just maybe, könnte es euch auch gefallen. Keine Ahnung. Probiert es einfach mal aus. Genauso wie beim Sex, so auch bei Drogen. Es ist wichtig, nicht Abstinenz zu predigen. Die Umfrage verschreibt ein Safer-Use-Paket zur Eigenbenutzung mit wichtigen Hinweisen, die man bei der AIDS-Hilfe bekommen kann und ein Rezept für 20 Minuten Kuscheln in Löffelchenstellung. Die Umfrage ist hiermit beendet. Ich empfehle mich.